William K. Stewart, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und die Küche des Teufels, die neuen Abenteuer, Folge 34, erzählt von Robert Pichler. Es war noch recht früh am Vormittag, als Sherlock Holmes und ich bei Tische saßen, gewissermaßen mit einem sehr ausgedehnten Frühstück beschäftigt da seit längerem kein aktueller Fall anlag, nahmen wir uns die Zeit, es an diesem Tage ein wenig geruhsamer anzugehen. Zumindest entsprach dies meiner Sichtweise, während mein Freund denn doch bald ungeduldig wurde. Er blickte auf die Uhr und stellte fest Es ist zehn Uhr, Watson. Ich wünschte, wir könnten diese Phase der Untätigkeit nun endlich überwinden. Ich brauche eine Aufgabe, möglichst eine herausfordernde, die mit ein wenig Nervenkitzel verbunden ist. Vielleicht ein kleiner Mehrfachmord, schlug ich unernst vor. Holmes stimmte mir zu, gab es aber billiger. Gewiss, wenngleich ich bei der Anzahl der Opfer gerne zu Konzessionen bereit bin. Schon ein einzelnes, gut ausgeführtes Tötungsdelikt kann meinen Tag retten. Ich legte die Stirn in Falten und entgegnete, Ihr kriminalistischer Elan sei Ihnen unbenommen, Holmes, doch ist Ihnen klar, dass Sie damit eigentlich einem unserer Mitbürger den Tod wünschen? Seien Sie doch nicht so kleinlich, erwiderte mein Freund kopfschüttelnd. Verbrechen geschehen jeden Tag, daran ist nichts zu ändern in dieser Gesellschaft. Die Frage ist nur, können wir den Opfern und den Hinterbliebenen Gerechtigkeit widerfahren lassen? Können wir die Täter zur Verantwortung ziehen? Das ist die unweigerliche Aufgabe der Detektivarbeit. Aber muss denn das so bleiben? hakte ich vorsichtig nach. Kann es denn nicht auch eine Gesellschaft geben, in der alle Menschen friedlich zusammenleben? Mein lieber Watson, antwortete Holmes ungerührt. Wenn Sie auf naive Weise die Welt retten wollen, dann steht Ihnen eine Karriere als humanistischer und pazifistischer Philanthrop offen. Doch ich befürchte, das ist keine realistische Option. Die Fakten sind, wie sie sind. Und ich für meinen Teil erwarte nicht, in absehbarer Zeit arbeitslos zu werden. Die nächste Untat kommt bestimmt. Darauf können Sie sich verlassen. Es kann durchaus enervierend sein, wenn Holmes immer recht behält. Doch am heutigen Tag sollte dies besonders rasch geschehen. Im nächsten Moment klopfte es an der Tür. Holmes warf mir einen erwartungsvollen Blick zu und rief, Nur herein! Die Tür wurde geöffnet und in den Raum trat ein uniformierter Polizist, der sich sogleich erklärte. Guten Morgen, meine Herren! Mein Name ist Atkins. Inspector Lestrade schickt mich, ich möge Sie um Ihre geschätzte Mitarbeit in einem mutmaßlichen Mordfall bitten. Ein Mord, wie auf Bestellung, kommentierte ich seufzend, um sodann meinen Freund misstrauisch anzusehen. Haben Sie das getan, Holmes? Dieser stand sofort auf und ermahnte mich. Unterlassen Sie solche geschmacklosen Scherze, Watson. Immerhin ist einer unserer Mitbürger verstorben. Dann wandte er sich an den Polizisten. Wir kommen selbstverständlich sofort mit. Ich nehme an, Inspektor Lestrade erwartet uns am Tatort. Eigentlich nicht, stotterte Atkins. Vielmehr hat sich der Inspektor aus den Ermittlungen zurückgezogen. Zurückgezogen? fragte ich überrascht. Geht es ihm nicht gut? Doch, doch, versicherte der Polizist und fügte zögerlich hinzu, Inspektor Lestrade meinte lediglich, er sei für derartige Schweinerei nicht zuständig, aber Sherlock Holmes würde daran sicherlich seine Freude haben. Schweinerei? Freude? wiederholte ich. Nun, da mag Lestrade vermutlich den richtigen Riecher gehabt haben. Er überlässt den Fall also vollständig unseren Händen? So ist es, bestätigte der uniformierte Beamte. Ausgezeichnet! konstatierte Holmes und nahm bereits seinen Mantel. Dann machen wir uns unverzüglich auf den Weg. Kommen Sie schon, Watson, man muss Spuren verfolgen, solange sie noch warm sind. Atkins wurde plötzlich ein wenig blass und stammelte. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass der Leichnam inzwischen ausreichend abgekühlt sein müsste, um ihn zu untersuchen. Damit diese Bemerkung eher unverständlich erschien, fragte ich, wie meinen Sie das? Die menschliche Körpertemperatur lässt immer eine pathologische Begutachtung zu. Nicht in diesem Fall, widersprach der Beamte. Aber es ist wohl besser, Sie sehen sich die Sache selbst an. Ich warf Holmes einen verstörten Blick zu, doch dieser war bester Dinge und lächelte mich an. Sehen Sie, Watson, die Angelegenheit ist jetzt schon interessant geworden. Wir fuhren mit dem bereitgestellten Polizeiwagen von der Baker Street in die City. Während ich ein mulmiges Gefühl hatte, verstieg sich Holmes sogar, eine lustige Melodie zu pfeifen. Schließlich hielt die Kutsche vor einem Restaurant an, das offenbar der Tatort war. Es trug den eigentümlichen Namen Teufelsküche und ich hatte schon davon gehört. Keine gewöhnliche englische Gastwirtschaft, sondern gehobene Küche vom Kontinent. Begleitet von einer entsprechenden Werbung und wohlmeinenden Kritiken war die Teufelsküche in den vergangenen Monaten zu einem prominenten Treffpunkt der besseren Gesellschaft geworden. Sie galt als eines der besten Restaurants in London, in dem reiche Bürger, Aristokraten, Künstler und wichtige Politiker der Haute-Cuisine frönten. Dass ausgerechnet hier ein Mord geschehen sein sollte, überraschte mich ein wenig. Atkins brachte uns in das Lokal, dessen Gaststube mit edlen Möbeln und eleganten Vertäfelungen ausgestattet war, die der Zielgruppe entsprachen. So weit war nichts Ungewöhnliches zu bemerken, doch es stand noch ein wenig Rauch in der Luft und es roch eindeutig zu intensiv nach gebratenem Fleisch. Es wunderte mich ein wenig, dass die hiesigen Spitzenköche offenbar irgendetwas hatten anbrennen lassen. Holmes sah sich um und meinte ungeduldig, Wo ist denn nun die Leiche? In der Küche, antwortete der Beamte, ging voran und hielt uns die Flügeltüren auf, die den Gästebereich von selbiger abtrennten. Als wir eintraten, prallte ich sofort zurück. Auf der zentralen Anrichte der großen Küchenräumlichkeit lag der versprochene Leichnam. Doch sein Zustand entsprach nicht meinen Erwartungen. Der menschliche Körper war entsetzlich entstellt. Die Haut war rötlich bis braun, straff gezogen und an einigen Stellen offenbar aufgeplatzt. Die Kleidung war versenkt. Ich zwang mich näher zu treten und erkannte, dass die Hände, die Ohren und die Nase regelrecht verkohlt waren, während die reduzierte Masse in den Augenhöhlen die Konsistenz von Creme Brûlée angenommen hatte. Dieser Mann war verbrannt worden, wenngleich nicht direkt im Feuer. Mich beschlich ein furchtbarer Verdacht, was die Todesursache betraf. Doch Holmes kam mir ohne dies zuvor. Bei diesem Mann, stellte er fest, wurde die Garzeit erheblich überschritten. Das darf doch nicht wahr sein, murmelte ich. Holmes verzog keine Miene und meinte: Sie können gleich mit der Untersuchung beginnen, Watson. Sie verbrennen sich doch nicht die Finger. Es scheint ja kaum ein Zweifel zu bestehen, dass man das Opfer im Backofen gefunden hat, nicht wahr? Der Polizist, der uns begleitet hatte, bestätigte dies. Das stimmt, Mr. Holmes. Es handelt sich um den Koch Philip Morley, auch wenn er nicht leicht zu identifizieren war. Er wurde heute Morgen im beheizten Ofen gefunden. Wie ist er daher nur hineingekommen? stammelte ich. Denn mir wurde gerade die Tatsache bewusst, dass das Opfer nicht gerade klein und einigermaßen übergewichtig war. Atkins deutete auf die ausgedehnten Kochstellen und erklärte: "Sehen Sie selbst, dies ist eine professionelle Großküche. Hier werden Speisen für potenziell hundert Gäste zubereitet. Die Fronttür des Backrohrs ist leicht groß genug, so dass man einen Menschen hindurchschieben kann." Schließlich haben wir auch die Leiche herausgezogen, das heißt geborgen, nachdem sie darin gefunden worden war. Ich wandte mich an Holmes. Sind Sie zufrieden? So etwas haben Sie wohl noch nicht erlebt. Mein Freund schüttelte den Kopf und sagte Ich habe einmal ein Mordopfer in einem großen Suppenkessel gesehen, das allerdings zuvor in ein paar Einzelteile zerstückelt worden war. Dass aber ein ganzer menschlicher Körper in einem Backrohr verbrannt wird, das ist tatsächlich neu. Und auch ein wenig Rabiat, finden Sie nicht? ergänzte ich. Holmes musste nicht lange überlegen und erwiderte Sofern es sich nicht um einen Unfall handelt, und das können wir tendenziell ausschließen, so haben wir es mit einer überaus engagierten Täterschaft zu tun. Wer so etwas macht, muss gute Gründe haben. Es fällt mir schwer, mir hierfür einen guten Grund auszumalen, entgegnete ich, während ich mir ein Taschentuch vor die Nase hielt. Mittlerweile war mir klar geworden, dass der Bratengeruch in der Luft von verkohltem Menschenfleisch herrührte. Holmes ließ sich hingegen nicht beirren und holte bei Atkins die verfügbaren Informationen ein. Wer hat das Opfer gefunden? Das war der Küchengehilfe, berichtete der Beamte. Er ist heute früh hergekommen, um das Backrohr vorzuheizen, denn im Laufe des Tages wurden viele Gäste erwartet. Als er eintraf, bemerkte er jedoch, dass dies schon jemand getan hatte. Mehr noch, jemand hatte einen Braten in den Ofen geschoben, ihn aber dann wohl vergessen. Zumindest war dies die erste Annahme des Jungen. Als er nachsehen wollte, ob das angebrannte Gericht noch zu retten war, entdeckte er den menschlichen Körper und verständigte sofort die Polizei. Für ärztliche Hilfe war es längst zu spät. Das bedeutet, konstatierte Holmes, dass Mr. Morley schon über einen größeren Zeitraum im Backrohr lag, vermutlich über Nacht. Wann hat das Restaurant gestern geschlossen? Um elf Uhr abends, antwortete der Polizist. Bis Mitternacht war die gesamte Belegschaft gegangen. Wer hat abgeschlossen? hakte Holmes nach. Der Küchenjunge, erwiderte Atkins. Er hat allein abgewaschen und sauber gemacht. Danach hat auch er das Lokal verlassen und er versichert, dass zu diesem Zeitpunkt niemand sonst anwesend und dass das Bakura ebenso ungeheizt wie leer war. Mein Freund nickte. Wir werden später mit ihm sprechen. Wer arbeitet sonst noch hier? Es gibt wechselnde Bedienstete zur Mittagszeit und zum Dinner. Erklärte der Polizist. Doch während der Randzeiten ist nur das Kernpersonal hier. Außer dem verstorbenen Mr. Morley sind dies noch der zweite Koch, Mr. O'Brien, und der Chefkellner Beecham. Was ist mit dem Inhaber? warf ich ein. Mr. Heller war ebenfalls bis zur Sperrstunde hier, sagte der Beamte. Zumindest laut eigener Aussage. Und wo sind diese Herrschaften jetzt? fragte Holmes. Die genannten Personen sind im Laufe des Morgens alle hier eingetroffen, antwortete Atkins. Sie sind planmäßig zur Arbeit erschienen. Wir haben sie gebeten, im Extrazimmer zu unserer Verfügung zu stehen. Dort warten sie auf ihre Einvernahmen. Holmes überlegte einen Moment, dann stellte er fest Dann haben entweder alle ein reines Gewissen und nichts mit dem Mord zu tun, oder eine Person ist sich allzu sicher, nicht überführt zu werden. Wir werden sehen. Sie ersuchen die Leute, bitte noch ein wenig Geduld zu haben. Bevor wir mit den Befragungen beginnen, wird Dr. Watson noch einen Blick auf den Leichnam werfen. Als ich mit dem Skalpell über den mehr als durchgeschmorten Opfer stand, wusste ich nicht so recht, was ich tun und sagen sollte. Äußerlich waren keine Verletzungen zu erkennen. Von den Verbrennungen und Rissen freilich abgesehen. Doch gab es keinen Hinweis darauf, dass Morley vielleicht zuerst getötet, sei es mit einem Messer oder einer Schusswaffe, und erst dann in den Ofen geschoben worden wäre. Für den mutmaßlichen Ablauf der Ereignisse war dies keine erfreuliche Erkenntnis. Ich hege die Befürchtung, kommentierte ich mein zielloses Herumgestockere im immer noch warmen Leichnam, dass dieser arme Kerl bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Es scheint keine sonstige Gewalteinwirkung vorzuliegen. Insofern muss ich als Todesursache massive Überhitzung und Kreislaufversagen konstatieren. Zum Zeitpunkt der fürchterlichen Verbrennungen, die Sie hier sehen, dürfte er vermutlich schon tot oder zumindest ohne Bewusstsein gewesen sein. Aber das Opfer wird nicht freiwillig in das Backrohr gestiegen sein, entgegnete Holmes. Gewiß wurde es gezwungen oder zuvor außer Gefecht gesetzt. Vermutlich ist Letzteres zutreffend, denn es handelt sich um einen kräftigen Mann, der sich zweifellos zur Wehr gesetzt hat. Kampfspuren gibt es jedoch im gesamten Restaurant nicht. Ich hob etwas hilflos die Hände. Ob der Mann betäubt wurde, kann ich momentan natürlich nicht sagen, musste ich eingestehen. Auch ist sehr fraglich, ob man nach dem stundenlangen Garvorgang noch entsprechende Substanzen im Mund- und Rachenraum, in der Speiseröhre oder im Magen nachweisen könnte. Ich gehe eher nicht davon aus. Hier sind nicht nur viel im Körper gespeichertes Wasser sowie Körperflüssigkeiten verdampft, sondern wohl auch etwaige Inhalte der Verdauungsbereiche. Insgesamt muss ich leider sagen, der Leichnam ist nicht in der Lage, uns viel zu verraten. Abgesehen von dem, was ohne dies augenscheinlich ist. Ich verstehe, erwiderte Holmes, der nun ebenfalls seinen Blick über den verkohlten Körper schweifen ließ. Doch ich denke, die Reste der Kleidung sind nicht gänzlich ohne Aussagekraft. Sehen Sie nur, das ist nicht mehr das Dienstgewand eines Kochers, sondern jene Kleidung, die Morley privat trug. Dies bedeutet wiederum, dass unser Opfer seinen Arbeitsplatz bereits verlassen hatte, jedoch in der Nacht wiederkam und erst dann getötet wurde. Diese Beobachtung war zutreffend, entsprach aber auch den Aussagen des restlichen Personals. Also stellen sich folgende Fragen, konstatierte ich. Was hat er hier gemacht, als er ins Lokal zurückkehrte? Warum ist er zurückgekehrt und wer war bei ihm? Holmes nickte. Völlig korrekt, mein lieber Watson, bestätigte er. Die letzte Frage ist allerdings leicht zu beantworten. Der Mensch, den er hier in der Nacht getroffen hat, war sein Mörder. Ein Einbrecher vielleicht? vermutete ich. Womöglich hat er einen Dieb überrascht und musste deshalb sterben. Das erklärt noch nicht, warum Mr. Morley hier war, entgegnete Holmes. »Wir werden auch diese Theorie in der Hinterhand behalten, doch weisen der Eingang und die Fenster des Lokals keinerlei Einbruchspuren auf. Hier hat sich niemand gewaltsam Zutritt verschafft. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, dass der Täter, ganz wie das Opfer, entweder über einen Schlüssel verfügte oder von Morley hereingelassen wurde. Dies wiederum impliziert, dass die beiden Personen einander gekannt haben dürften, womit wir wieder bei den Kollegen wären«, es ist wohl an der Zeit, mit den Befragungen zu beginnen. Ich deckte den Leichnam behelfsmäßig mit einem Tischtuch zu, denn Holmes bestand darauf, die Vernehmungen hier in der Küche durchzuführen. Vermutlich wollte er die Zeugen oder mutmaßlichen Verdächtigen angesichts des Opfers unter Druck setzen oder wenigstens beobachten, wie sie reagieren würden. Als erstes brachte uns Atkins den Lokalinhaber Jean Heller. Er war ein Mann mittleren Alters, von sportlicher Natur und mit einem freundlichen Gesicht, das von einem kunstvoll geschwungenen Oberlippenbart geschmückt war. Während er sichtlich bemüht war, die Fassung und die Kontrolle zu bewahren, vermied er es einen Blick auf den verdeckten Leichnam zu werfen. Es ist eine Tragödie, rief er, noch bevor Holmes eine Frage stellen konnte. Sie müssen den Täter finden, sonst bin ich ruiniert. Aber nein, selbst wenn der Fall geklärt ist, wird niemand mehr hier speisen wollen. Ich kann mein Restaurant zusperren, für immer. Holmes fixierte den Mann und erwiderte Warten wir es ab. Sie haben sich mit dem provokanten Namen Ihres Lokals schon weit aus dem Fenster gelehnt. Vielleicht ist die Küche als Tatort eines abscheulichen Verbrechens sogar geschäftsfördernd. Sie könnten ja ein letztes Abendmahl anbieten. Heller schien tatsächlich kurz zu überlegen, ob er aus der Sache Kapital schlagen konnte, doch dann besann er sich eines Besseren. Nein, nein, meinte er im Jammerton. Hier geht es nicht um gehobene Kulinarik, nicht um einen Abenteuerurlaub, nicht auszudenken, was die Zeitungen schreiben werden. Im Idealfall berichten Sie über die Aufklärung eines seltsamen Verbrechens, warf ich ein. Meisterhaft gelöst, durch den großen Sherlock Holmes. Abermals schöpfte der Lokalinhaber ein wenig Hoffnung, doch dann schüttelte er resignierend den Kopf. Wenn Sie erlauben, begann Holmes nun endlich die eigentliche Befragung, dann ersuche ich Sie um ein wenig Hintergrundinformation. Zunächst, wie lange leiten Sie schon diesen Betrieb? Fast ein Jahr, antwortete Heller. Ich habe viel investiert, um ein Restaurant auf höchstem Niveau zu etablieren. Wir haben die feinsten Weine aus Frankreich, kontinentale Spezialitäten, feinste Desserts. Ich würde Ihnen ja gerne etwas anbieten, doch die Küche ist offenkundig nicht betriebsbereit. Nun, sie ist ein Tatort, erklärte Holmes. Und ich würde Ihnen empfehlen, den Backofen vielleicht vor einer Wiedereröffnung auszutauschen. Aber sagen Sie, wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen? Sind Sie selbst Koch oder eher Unternehmer? Beides, behauptete Heller. Es braucht engagiertes Unternehmertum, um ein solches Lokal zu eröffnen. Doch ohne eine ansprechende, in unserem Fall sogar außergewöhnliche Speisekarte, kann man nicht reusieren. Man muss sich schon deutlich abheben von der Konkurrenz. Ich kann mit Stolz behaupten, dass uns dies vortrefflich gelungen ist. Sie müssen wissen, die Menschen kommen nicht nur der Austern oder des Hummers wegen hierher, sondern weil wir Speisen haben, die es uns nirgends gibt. Zum Beispiel? fragte Holmes unbeeindruckt nach. Unser Spitzenprodukt ist die ausgepresste Ente in Orangensauce, erklärte der Lokalinhaber. Eine Eigenkreation, die ich während meiner Lehrjahre in Bordeaux erfunden und hier perfektioniert habe. Sie werden in ganz London, ach was sage ich, in ganz England kein vergleichbares, exquisites Gericht serviert bekommen. Der Gedanke an eine ausgepresste Ente versetzte mich nicht gerade in Verzückung. Und auch Holmes hatte für derlei kulinarische Sonderlichkeiten wenig übrig. Trotzdem erwiderte mein Freund: Das glaube ich Ihnen gerne. Ich nehme an, die Zubereitung erfordert besonderes Wissen und außerordentliche Fähigkeiten. Doch wir wollen uns nicht in küchentechnischen Details verlieren. Vielmehr interessiert mich, wie Sie Ihr Personal einschätzen. Der verstorbene Mr. Morley war wohl ein wichtiger Bestandteil Ihrer Mannschaft, nicht wahr? Er war mein Chefkoch, bestätigte Heller. Ein herber Verlust. Was war er doch für ein Künstler auf seinem Gebiet? Er wird unersetzbar bleiben. Aber Sie haben mit Mr. O'Brien doch noch einen zweiten Küchenchef, versetzte Holmes. Gewiss, gewiß, meinte der Lokalbetreiber. Aber O'Brien spielt hier nur die zweite Geige. Er ist ein tüchtiger Mann, nicht untalentiert. Zum Chef fehlt ihm jedoch noch einiges. Ich verstehe sagte Holmes, obgleich in solcher Art Themen nicht wirklich tangierten. Wenn ich richtig informiert bin, so warten im Salon noch weitere Angehörige ihres Stammpersonals. Ist es denn zutreffend, dass alle diese Personen über einen Schlüssel zu diesen Räumlichkeiten verfügen? Aber ja, das ist auch notwendig, antwortete Heller. Und ich habe vollstes Vertrauen in meine Angestellten, falls sie darauf hinaus wollen. Nur Routinefragen, versicherte Holmes. Es ist nun mal so, dass der Täter womöglich mit dem Opfer bekannt war. Ein Eindrängen von außen scheint nicht stattgefunden zu haben. Können Sie bestätigen, dass nichts gestohlen wurde? Das ist richtig, erwiderte Heller ohne Zögern. Holmes nickte zufrieden. Damit scheidet ein Bereicherungsmotiv aus, stellte er fest. Und umso mehr muss man davon ausgehen, dass die Tat durch persönliche Beziehungen veranlasst wurde. Gab es denn Zwistigkeiten innerhalb der Belegschaft? Nichts Besonderes, entgegnete der Lokalbesitzer. Der Betrieb eines gehobenen Restaurants ist kein Kinderspiel. Hier kann es schon mal Reibereien und Unstimmigkeiten geben, denn wir stehen unter einem gewissen Erfolgsdruck. Aber unterm Strich sind alle gut miteinander ausgekommen. Ich bemühe mich um eine familiäre Atmosphäre, auch wenn wir höchste Professionalität an den Tag legen müssen. Wir entließen Mr. Heller, um den nächsten Zeugen zu empfangen. In diesem Fall war es tatsächlich und unweigerlich ein solcher, denn es handelte sich um Bobby, den Küchenjungen, der heute früh die Leiche gefunden hatte. Der Bursche war kaum 16 Jahre alt eher zart gebaut und überaus nervös. Fast nahm ich an, dass er noch unter Schock stand, weswegen ich Holmes schon von einer Befragung abraten wollte. Doch es war Bobby selbst, der uns versicherte, zu einem Gespräch bereit zu sein. Du kannst deine Vernehmung jederzeit abbrechen, wenn du dich unwohl fühlst, sagte ich, ehe Holmes das Wort ergriff. Nun gut, Bobby, begann mein Freund, gehen wir die sache der reihnacht durch du bist heute morgen ins restaurant gekommen wann war das um sieben uhr antwortete der junge ich komme jeden tag um diese zeit hierher um das erste alles vorzubereiten wann treffen die anderen ein setzte holmes fort nicht vor halb neun erzählte bobby bis dahin bin ich allein meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Mr. Morley und Mr. O'Brien dann sofort mit der Arbeit beginnen können. Daher ist es wichtig, dass ich pünktlich bin und keine Zeit vergeude. Heute hast du gleich bemerkt, dass etwas nicht stimmt, meinte Holmes suggestiv. Ja, natürlich, bestätigte die Küchenhilfe. Es stand Rauch im Lokal und es roch angebrannt. Ich nahm an, dass jemand vor mir da war und vorkochen wollte. Doch war es seltsam, dass dabei etwas schiefgegangen sein musste. Zudem war niemand zu finden, im ganzen Restaurant nicht, also wollte ich selbst nachsehen, was im Backrohr war. Als ich die Ofentür öffnete, fand ich ihn. Mr. Morley, ergänzte Holmes. Das wusste ich in diesem Moment noch nicht, berichtete Bobby. Aber mir war sofort klar, dass da ein menschlicher Körper verbrannte. Also bin ich losgelaufen, um Hilfe zu holen. Gleich draußen auf der Straße traf ich aber einen Polizisten, der mich begleitete. Er machte sich ein Bild von der Sache und rief dann Verstärkung. Danach habe ich im Salon gewartet, bis jetzt. »Ich verstehe«, meinte Holmes, um nun noch über den Vorabend zu sprechen. »Du warst aber nicht nur heute der Erste im Lokal, sondern auch gestern der Letzte, nicht wahr?« »Ja, Sir, das stimmt.« Antwortete der Junge. Das entspricht meinen Aufgaben im Betrieb. Vielleicht kann ich auch einmal ein großer Koch werden, doch vorerst leiste ich nur Hilfsdienste. Dazu gehört auch, in der Früh aufzusperren und am späten Abend, gestern war es nach Mitternacht, alles aufzuräumen und abzusperren. Und es war niemand sonst im Lokal, als du gestern gegangen bist? hakte Holmes nach. Bestimmt nicht, antwortete Bobby. Alle waren froh, dass sein anstrengender Arbeitstag vorbei war, und sie sind so bald wie möglich nach Hause. Ich war die letzte Stunde über allein. Doch heute Morgen war Mr. Morley hier, in einer recht misslichen Lage, stellte Holmes fest. Er muß demgemäß noch einmal zurückgekommen sein, nachdem auch du gegangen warst. Warum könnte er dies getan haben? Kam dies öfter vor? Hast du eine Idee? Der Junge schüttelte den Kopf. Solange ich hier bin, das sind vier Monate, ist das meines Wissens nie passiert. Keine Ahnung, was Mr. Morley mitten in der Nacht in der Küche zu schaffen hatte. Wie war dein Verhältnis zu Mr. Morley? wollte Holmes nun wissen. Der Gehilfe zögerte kurz, dann erklärte er: Er war mein Vorgesetzter, der Küchenchef. Er hat mir die Arbeit angeschafft. Aber wie war er persönlich? fragte Holmes. War er ein guter Chef? Er war ein guter Koch, soweit ich das beurteilen kann, entgegnete Bobby. Aber er war kein guter Mensch, wenn Sie das meinen. Er hat sich wenig um meine Ausbildung gekümmert, sondern mich immer nur als Hilfsarbeiter eingesetzt. Sie wissen schon, Teller waschen, Müll entsorgen, zusammenkehren. Oft hat er mich angeschrien, ohne richtigen Grund. Ich denke, er mochte mich nicht besonders. Mr. Morley hat dich doch nicht etwa geschlagen, mein Junge? Warf ich ein. Nein, lautete die Antwort. Das hätte Mr. O'Brien nicht zugelassen. Er hat mich beschützt, wenn Mr. Morley allzu schlechte Laune hatte. Ich warf Holmes einen bedeutungsschwangeren Blick zu, und dieser setzte fort: Ich muß dich das leider fragen, Bobby. Hast du irgendetwas mit dem Tod von Mr. Morley zu tun? Beinahe hatte es den Anschein, als würde der Junge in Tränen ausbrechen, doch dann nahm er sich zusammen und verkündete: Nein, Mr. Holmes, das schwöre ich bei Gott. Ich hatte meine Probleme mit Mr. Morley, doch ich wünsche niemanden den Tod, denn das wäre eine Sünde. Es ist alles so abgelaufen, wie ich es geschildert habe. Mehr weiß ich nicht. Holmes legte dem Burschen die Hand auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. In Ordnung, ich glaube dir. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Du kannst jetzt wieder zurück in den Salon gehen und schicke uns doch bitte als nächstes Mr. O'Brien. Bobby nickte zur Bestätigung und verließ die Küche, ohne den Leichnam nochmals eines Blickes zu würdigen. Da wir nun rund zwei Minuten Zeit hatten, bis die Vernehmungen weitergingen, fragte ich Holmes: Sie sagen, Sie glauben dem Jungen? Doch tun Sie das wirklich? Immerhin hätte er ein Motiv. Morley hat ihn wohl schikaniert und ihm das Leben schwer gemacht. Vielleicht hat er genug davon und wollte sich rächen. Das ist zwar denkbar, entgegnete Holmes, doch unwahrscheinlich. Einerseits scheint mir Bobby seelisch nicht zu einer solchen Tat in der Lage zu sein. Andererseits, und das ist noch wichtiger, er ist körperlich nicht dazu in der Lage. Sie haben den Jungen doch gesehen, Watson. Er bringt kaum hundert Pfund auf die Waage, ist klein, schwächlich und unterernährt. Wie hätte er einen Mann wie Mole überwältigen und dann auch noch in den Backofen befördern sollen? Aber wir können uns ja mal Mr. O'Brien's Statur ansehen. Kurz darauf stand der angesprochene zweite Koch vor uns, von leicht überdurchschnittlicher Größe und drahtiger Gestalt. Er war gewiss kräftig genug, um einen erwachsenen, auch übergewichtigen Mann zu bewegen, während dieser bewusstlos war. Doch wollte ich freilich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ansonsten machte der Zeuge einen unauffälligen, wenngleich etwas müden Eindruck. Vielleicht dreißig Jahre alt, im kantigen Gesicht gewissenhaft rasiert, die rötlichen Haarlocken unter die Kochmütze geschoben. Mr. O'Brien, begann Holmes die Vernehmung, Sie sind hier in der Teufelsküche als Koch angestellt. Wie lange schon? Von Beginn an! Antwortete der Mann. Seit der Eröffnung. Ich bin Mr. Heller sehr dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat. Zuvor war ich in etwas einfacheren Gasthäusern tätig. Das ist wohl der Grund, warum der verstorbene Mr. Morley der Chefkoch war, stellte Holmes fest, während Sie ihm zumeist nur zuarbeiten oder simplere Gerichte zubereiten durften. Natürlich, bestätigte O'Brien. Für dieses kulinarische Niveau hatte ich noch einiges zu lernen. Und da ist es durchaus nützlich, neben einem erfahrenen Mann wie Morley zu arbeiten. Ich bin aber sicher, dass ich in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht habe. Ich verstehe, meinte Holmes. Und denken Sie, dass Sie nun bereit sind, an Morley's Stelle zu treten. Immerhin wird Mr. Heller einen neuen Chefkoch benötigen. Um Himmels Willen, Mr. Holmes, rief der Koch. Für solche Überlegungen ist es wohl noch etwas zu früh. Mollys Leiche ist noch nicht einmal kalt. Ich schäme mich dafür, an dieser Stelle kurz gelächelt zu haben, doch in diesem Fall war eine solche Bemerkung einfach zu komisch. Holmes strafte mich mit einem kurzen Blick von unten, dann fügte er hinzu: Nun, Mr. O'Brien, ich will Sie nicht anlügen. Ich stelle diese Frage, weil ich herausfinden muss, wer vom Tod des Küchenchefs profitiert. Sie werden verstehen, dass Sie hierfür ein Kandidat sind. Das verstehe ich durchaus, erwiderte O'Brien. Doch kann ich Ihnen versichern, dass es sich um eine falsche Fährte handelt. Ich kann keineswegs mit Sicherheit damit rechnen, nun da ich Morley aus dem Weg geräumt habe, seinen Platz einzunehmen. Es dürfte ja ohnedies fraglich sein, ob der Betrieb überhaupt wieder aufgenommen werden kann? Nun, das wird sich weisen, konstatierte Holmes ungerührt. Dennoch, auch wenn das systematische Motiv vielleicht nicht zum Tragen kommt, so gehe ich doch wohl recht in der Annahme, dass Sie mit Molly nicht gerade befreundet waren. Da Sie schon so ehrlich sind, werde ich Sie ebenfalls nicht anlügen, versprach der Koch. Morley war ein unangenehmer Zeitgenosse, ein schlechter Kollege und ein übler Mensch. Er war überheblich, selbstgerecht und launisch. Für mich hatte er vorrangig Verachtung übrig, denn aus seiner Sicht wäre ich wohl besser in einem Dorfpapp in den hintersten Highlands aufgehoben. Doch das machte mir nichts aus, damit kann ich umgehen. Was im größeren Ausmaß mein Missfallen erregte, war Morleys Abneigung gegenüber dem Küchenjungen. Diesen hatte gequält, wo immer er nur konnte. Sie mussten gelegentlich einschreiten, vermutete Holmes. Allerdings, bestätigte O'Brien, ich ertrage weder Ungerechtigkeit noch den Missbrauch von Autorität. Tatsächlich war es immer wieder notwendig, Morley zurechtzuweisen und Bobby in Schutz zu nehmen. »Haben Sie davon Mr. Heller berichtet?«, fragte Holmes. O'Brien ließ ein bitteres Lachen hören. Ha, »Aber nein!«, entgegnete er. »Wo denken Sie hin? Heller wäre niemals zu Sanktionen gegen Morley bereit gewesen, ehe hätte er den Jungen oder sogar mich rausgeworfen. Nein, auf seinen Küchenchef konnte und wollte Heller nicht verzichten. Fast könnte man sagen... Er war abhängig von ihm. Morleys Kochkunst war der Schlüssel zum Erfolg des Restaurants. Mir kam die traurige, ausgepresste Ente in den Sinn, weswegen ich einwarf, ich dachte, die wichtigsten Rezepte stammen von Heller selbst. Das mag schon sein, entgegnete O'Brien. Doch die praktische Umsetzung verlangte offenbar Morleys Zutun. Heller ist ein begnadeter Verkäufer und Präsentator. Er unterhält die mondäne Gesellschaft, die bei uns ein- und ausgeht. Im Hintergrund lag die meiste Arbeit eher bei Morley. Ich selbst war in die Zubereitung der geheimen Spezialgerichte jedenfalls nicht involviert und auch nicht eingeweiht. Wenn Sie nun die berühmte Ente in Orangensauce probieren möchten, so müssen Sie sich an Mr. Heller persönlich wenden. Das werden wir tun, versicherte Holmes lächelnd. Zugegebener Zeit, versteht sich. Einstweilen würde mich noch Ihr Tagesablauf interessieren. O'Brien hob die Schultern. Da gibt es nicht viel zu sagen, erklärte er. Alles dreht sich um die Arbeit. Ich beginne um neun Uhr vormittags und gehe gegen Mitternacht nach Hause. So war es im Wesentlichen auch gestern. Im Wesentlichen? wiederholte Holmes fragend. Ich habe auf dem Heimweg noch einen Abstecher in ein Nachtlokal gemacht, gab der Kellner an. Manchmal brauche ich das, um zur Ruhe zu kommen. Danach bin ich aber sofort nach Hause, um zu schlafen. Kommt es denn vor, fragte Holmes, dass man während der Nachtstunden in der Küche zu arbeiten hat? Wie Sie wissen, durfte Morley zu später Stunde nochmals hierher gekommen sein, wo er auf seinen Mörder traf. Gab es Nachtarbeit für Sie und Morley? Der Koch schüttelte den Kopf. Nein, niemals, behauptete er mit Bestimmtheit. Das ergebe auch wenig Sinn, denn unsere Speisen werden möglichst frisch zubereitet. Insofern ist es mir gänzlich schleierhaft, was Morley hier zu suchen hatte. Man kann nicht sagen, dass sich die Antworten O'Briens, trotz aller Ehrlichkeit, allzu erhellend gestaltet hatten. Dass das Verhältnis zwischen Morley einerseits sowie ihm und Bobby andererseits nicht das Beste war, wussten wir ja schon. Ein Mordmotiv ergab sich daraus nicht zwingend, wenngleich ein etwaiger Streit natürlich jederzeit zum äußersten eskalieren konnte. Aber das waren nur Mutmaßungen, für die es keine materiellen Hinweise gab. Wenige Minuten später erschien John Beecham, der leitende Kellner des Restaurants, zu befragen. Er war schon etwas älter, hatte eine Glatze, verfügte aber über das höfliche und zuvorkommende Wesen, das seine Tätigkeit verlangte. Es ist meine Ehre, Mr. Holmes, erklärte Beecham, Sie in unserem Lokal begrüßen zu dürfen, auch wenn die Begleitumstände überaus tragisch sind. Selbstverständlich werde ich alles tun, um Sie zu unterstützen, obgleich ich wohl wenig zu den Ermittlungen beitragen kann, wie ich befürchte. Wir werden sehen, erwiderte Holmes. Sie haben mit dem Küchenpersonal natürlich nur am Rande zusammengearbeitet, wenn ich es richtig verstehe. Das stimmt, bestätigte der Kellner. Meine Aufgabe ist es, die Bestellungen der Gäste aufzunehmen und sie zu beraten. Die Wünsche leite ich an die Küche weiter, was nur einen kurzen Kontakt verlangt. Nach der Zubereitung bringe ich den Gästen ihre Bestellungen und am Ende auch die Rechnung. Die meiste Zeit bin ich also im Gastraum, da ich regelmäßig nachfragen muss, ob alles in Ordnung ist. Ihr Verhältnis zu Ihren Kollegen war also vor allem durch Professionalität geprägt, meinte Holmes. Zumindest meinerseits, antwortete Beecham, denn ich lege Wert auf korrekte Abläufe. Allerdings will ich nicht verhehlen, dass das Verhalten von Mr. Morley bisweilen zu wünschen übrig ließ, auch mir gegenüber. Könnten Sie das bitte erläutern? ersuchte Holmes den Zeugen. Nun, es widerstrebt mir ein wenig, begann der Kellner, auf negative Weise über einen Verstorbenen zu sprechen, doch geht es hier um eine potenzielle Mordermittlung. Insofern wissen Sie vermutlich ohne die schon, dass sich Mr. Morley nicht unbedingt ungeteilter Beliebtheit erfreute. Und das hat er sich auch redlich erarbeitet. Nicht, dass ich seine Kochkünste kritisieren könnte, denn davon verstehe ich nur wenig. Doch er hatte die Tendenz, die Kollegenschaft ein wenig despektierlich zu behandeln. In seinen Augen war ich wohl eher ja so etwas wie ein Laufbursche. Zumindest hat er diesen Eindruck vermittelt. Holmes nickte. Morley hat sich hier also keine Freunde gemacht, stellte er fest. Man könnte sagen, das Restaurant wäre ohne ihn besser dran. Das habe ich nicht gesagt, widersprach Beecham sofort. Aber natürlich belastete sein problematischer Charakter das Betriebsklima. Aus diesem Grund habe ich auch das Gespräch mit Mr. Heller gesucht. Sie haben sich über Morley beschwert? vermutete Holmes. So würde ich es nicht formulieren. Entgegnete der Kellner. Ich habe Mr. Heller lediglich mitgeteilt, dass eine gewisse Optimierung der Umgangsformen wünschenswert wäre. Und wie hat er reagiert? fragte Holmes. Verständnisvoll, behauptete Beecham. Mr. Heller hat mir kürzlich versprochen, mit Mr. Morley darüber zu sprechen. Nun ja, dafür dürfte es jetzt zu spät sein. Bei diesen Worten wagte er einen kurzen Blick zum abgedeckten Leichnam in der Mitte der Küche. Holmes bedankte sich für die Auskünfte und entließ den Kellner, der wieder zurück in den Salon ging, wo auch die anderen, selbstverständlich unter Polizeibewachung, warteten. Was machen wir jetzt? fragte ich Holmes, als wir allein waren. Hier liegen eher schwache Motive vor, die mehr mit verletztem Stolz und persönlichen Konflikten zu tun haben, als dass sie tatsächlich Anlass für einen Mord geben könnten. Diesbezüglich stimme ich Ihnen zu, mein lieber Watson, erwiderte Holmes. Allenfalls käme eine Tat im Effekt in Frage, doch dann schiebt man den Kontrahenten nicht auch noch in den Ofen. Und weiterhin gänzlich unbeleuchtet bleibt der Punkt, warum es überhaupt zu einer nächtlichen Zusammenkunft kam. Also, was nun? wiederholte ich. Holmes verschränkte demonstrativ die Arme und verkündete seelenruhig Wir warten. Wir warten? meinte ich ungeduldig. Das ist alles? Worauf warten wir denn, wenn ich fragen darf? Im nächsten Augenblick kam Atkins durch die Flügeltür in der Küche, und Holmes sagte Darauf. Willkommen zurück, Constable. Konnten Sie alles erledigen? Wie von Ihnen beauftragt, versicherte Atkins. Ich habe die Alibis des Personals überprüft, mit recht unterschiedlichen Ergebnissen, muss ich sagen. Bitte, dann wollen wir sie der Reihe nach durchgehen, forderte Holmes. Wie Sie wünschen, Mr. Holmes, antwortete der Polizeibeamte. Nun, der Küchenjunge war bald nach Mitternacht zu Hause. Das bestätigen seine Eltern, bei denen er noch wohnt. Sie erscheinen mir glaubwürdig. Das überrascht mich nicht, stellte Holmes fest. Bobby hat nichts mit der Tat zu tun. Kommen wir zu Mr. O'Brien, dem zweiten Koch, setzte Atkins fort. Es mag zwar kein Ruhmesblatt sein, doch die Behauptungen stimmen überein. Er war während der Nacht noch für drei Stunden in einem anderen Lokal, in dem offenbar um Geld Karten gespielt wird. Es gibt Zeugen, die das verifizieren können. Sie da, ein Spieler, warf ich ein. Wie interessant. Das erklärt immerhin, warum der gute Mann etwas übermüdet wirkt. Ich dachte, das käme von der anstrengenden Arbeit. Doch Holmes winkte ab. Für den Lebenswandel von Mr. O'Brien sind wir nicht zuständig. Wenn er noch stundenlang dem Glücksspiel gefrönt hat, so kommt er als Täter nicht in Frage, denn das verbliebene Zeitfenster wäre zu gering. Was ist mit Mr. Beecham, Constable? Der Kellner war anscheinend ab Mitternacht zu Hause, meinte der Polizist. Gibt es dafür Zeugen? hakte Holmes nach. Ist er denn verheiratet? Atkins zögerte, dann stotterte er. Nun, ja, nicht direkt. Er hat aber einen männlichen Mitbewohner. Einen Mitbewohner? Wiederholte ich ungläubig. So schlecht dürfte Beecham doch auch wieder nicht verdient haben. Schließlich ist dies ein teures Restaurant. Eigentlich, meine Herren, stammelte der Polizist, hatte ich eher den Eindruck, dass es sich bei diesem Mitbewohner um, sagen wir einmal, einen überaus engen Freund handelt. Da ich weiterhin ein höchst verständnisloses Gesicht machte, Stieß mich Holmes mit dem rechten Ellbogen in die Rippen und sagte: Stellen Sie sich nicht zu an, Watson. Bei diesem Mitbewohner handelt es sich natürlich um Beechams Lebensgefährten. Er hat offenkundig kein Interesse an Frauen, sondern ist dem eigenen Geschlecht zugetan. Nun begriff auch ich die Situation, kommentierte sie aber lediglich mit dem Ausruf: Oh, soll ich Beecham festnehmen? fragte Atkins unsicher. Holmes schüttelte den Kopf. Wegen einem Sittlichkeitsvergehen, das hilft uns nicht weiter. Plötzlich hatte ich eine Idee. Aber diese Tatsache könnte durchaus eine Spur sein, behauptete ich. Was ist, wenn Morley über Beechams Neigungen Bescheid wusste? Er könnte ihn erpresst haben, und Beecham wusste sich schlussendlich nicht anders zu helfen, als Morley zum Schweigen zu bringen. Die Zusammenkunft in der vergangenen Nacht war vielleicht eigentlich dazu vereinbart worden, um einen geforderten Geldbetrag zu übergeben. Doch dann ist die Situation aus dem Ruder gelaufen. Morley forderte noch mehr Geld, das Beecham nicht aufbringen konnte oder wollte. Er schlug ihn nieder und verfrachtete ihn in seinen eigenen Ofen. Dass nun der Lebensgefährte ein Alibi bezeugen würde, ist vor diesem Hintergrund nicht glaubwürdig. Das haben Sie elegant zusammengefasst attestierte Holmes. Dieses Szenario ist möglich und schlüssig. Doch die Beweise fehlen. Dann müssen wir Beecham konfrontieren, rief ich entschlossen. Ich bin mir sicher, seine Verteidigungslinien werden rasch einbrechen, wenn wir ihn unter Druck setzen. Schließlich ist er gar kein richtiger. Sparen Sie sich das, Watson. unterbrach mich Holmes scharf. Gemäß Ihrer Theorie ist Beecham immerhin Manns genug, um einen brutalen Mord zu begehen. Ja, wir werden die Sache verfolgen, aber vorsichtig. Solange ein Verdächtiger nicht weiß, was wir wissen, sind wir im Vorteil. Nun meldete sich auch Atkins nochmals zu Wort. Ich hätte auch noch Informationen zum gestrigen Verbleib von Mr. Heller, wenn Sie das interessiert. Holmes schien kurz geistesabwesend zu sein, doch dann meinte er beiläufig: Ja, ja, nur zu. Es hat vermutlich keine Bedeutung, berichtete der Polizeibeamte. Doch Mr. Heller ist gestern schon früher gegangen, übrigens so wie jeden Mittwoch. Er hat das Restaurant bereits um sieben Uhr verlassen. Warum hat er uns das denn nicht gesagt? fragte ich. Mein Freund lächelte. Nun, ganz einfach, weil wir ihn nicht danach gefragt haben. Doch für die Ermittlungen ist ohne dies nicht relevant, wer früher fort war, sondern wer später zurückgekommen ist. Aber gut, wenn Sie schon dabei sind, Constable, wissen wir, welchen Termin Heller an diesem Abend wahrgenommen hat? Ja, antwortete Atkins. Mr. Heller war bei einem Kochkurs. Ich hob gleichgültig die Schultern. Nun, das erscheint mir nicht weiter ungewöhnlich. Er ist über London hinaus bekannt als Inhaber eines angesehenen Restaurants, in dem einige seiner außergewöhnlichen Kreationen zu hohen Preisen angeboten werden. Mit einem solchen Ruf ist es fast naheliegend, sein Wissen weiterzugeben. Gegen Bezahlung, versteht sich.« »Damit mögen Sie recht haben,« meinte Holmes. »Gewiss wird Hellers Lehrtätigkeit ein anständiges Zusatzeinkommen implizieren. Immerhin bleibt ihm dieses Standbein, falls das Lokal nicht in absehbarer Zeit wieder aufsperren kann.« »Und das kann leicht geschehen,« stellte ich fest. »Der Chefkoch ist tot.« der Chefkellner landet als Täter im Gefängnis. Langsam wird das Personal knapp. Holmes überlegte kurz, dann flüsterte er Atkins etwas ins Ohr, was ich nicht verstand. Der Polizeibeamte zog daraufhin umgehend von dannen. Was hat das zu bedeuten? wollte ich dementsprechend wissen. Ich habe dem Constable noch einen Auftrag zu Nachforschungen erteilt, erklärte Holmes. Wenn wir nun das Personal versammeln, um es mit den Ermittlungsergebnissen zu konfrontieren, wollen wir sicher gehen, dass wir nichts außer Acht gelassen hatten. Das wird gut sein, stimmte ich sofort zu. Schließlich soll nicht unsere Theorie in sich zusammenstürzen, sondern Beachems Lügengebäude, das sich dieser zweifellos bereits zurechtgezimmert hat. Wir waren bereit zur Auflösung des Falles wenngleich es hierfür nötig war, Beecham in Widersprüche zu verwickeln. Allerdings hegte ich keinerlei Zweifel, dass dies für den großen Sherlock Holmes eine leichte Aufgabe sein würde. Die vier im Salon wartenden Männer wurden wieder in die Küche gerufen. Bobby, O'Brien, Beecham und Heller standen gespannt und angespannt vor uns, obwohl zumindest einer von ihnen zu befürchten hatte, in weiterer Folge als Täter überführt zu werden. Ich beobachtete Beecham genau, doch dieser ließ sich nichts anmerken. Danke, dass Sie so lange gewartet haben, begann Holmes. Ich verspreche Ihnen, dass es nun nicht mehr allzu lange dauern wird. Drei von Ihnen können demnächst nach Hause gehen, doch den vierten werden wir an Scotland Yard übergeben, wegen dem dringenden Verdacht, Mr. Morley ermordet zu haben. Die Männer sahen einander skeptisch an, denn nun herrschte für sie Gewissheit, dass der Mörder aus ihren Reihen kam. Holmes setzte fort. Das Verbrechen, das hier geschehen ist, war von besonderer Grausamkeit. Das Opfer wurde bei lebendigem Leibe in einem beheizten Backofen gesperrt. Diese Tatsache legte den Schluss nahe, dass es einen tief sitzenden Konflikt zwischen Täter und Opfer gab, der nicht nur auf unfreundlichen Umgangsformen beruhen konnte. Offenkundig stand für den Mörder viel auf dem Spiel, womöglich seine ganze Existenz. Folgendes ist in der Nacht auf heute passiert. Nachdem Bobby als Letzter das Restaurant verlassen und abgesperrt hatte, sind der Täter und das Opfer nochmals hierher gekommen. Sie waren verabredet zu einer Aussprache oder ähnlichem, vielleicht auch zu einer Geldübergabe im Zuge einer Erpressungssituation. Weiterhin behielt ich die Männer im Auge, um irgendwelche Regungen zu erkennen. Auch musste ich auf einen etwaigen Fluchtversuch vorbereitet sein, um diesen zu vereiteln. Unter der Jacke trug ich meine Pistole. Im Zuge der Ermittlungen hat sich eine Theorie ergeben, erklärte Holmes. Dieser kreist um ein geheimes Wissen über eine der anwesenden Personen, das Mr. Morley bekannt war. Es ist davon auszugehen, dass er dies zu seinem Vorteil ausnutzen wollte. Entweder der Betroffene entsprach den Forderungen Morleys oder dieser würde mit seinen Informationen an die Öffentlichkeit gehen, beziehungsweise sogar Anzeige bei der Polizei erstatten. Gewiss kein besonders schöner Zug des Opfers, doch das rechtfertigt keinen Mord. Im nächsten Moment kam Atkins herein. Holmes unterbrach seine Ausführungen, ging zur Tür und wechselte mit dem Polizeibeamten einige flüsternde Worte, die für alle anderen nicht zu vernehmen waren. Als er zurückkehrte, verkündete er Meine Herren, ich habe soeben die Bestätigung erhalten, dass mein Verdacht korrekt war. Ich war ein wenig enttäuscht, dass Holmes von seinem Verdacht sprach, denn schließlich war ich es gewesen, der die belastenden Indizien über Beecham zu einer tragfähigen Theorie verknüpft hatte. Doch dies war nicht der richtige Zeitpunkt für persönliche Eitelkeit. Bevor ich Ihnen mitteile, wer der Täter ist, nahm Holmes den Faden wieder auf, möchte ich die Gelegenheit nutzen, in diesem hervorragenden Restaurantbetrieb zu sein. Soweit mir zugetragen wurde, ist die Spezialität des Hauses die ausgepresste Ente in Orangensauce? Ich komme nicht umhin, erheblichen Appetit darauf zu entwickeln. Mir war gänzlich schleierhaft, worauf Holmes hinaus wollte. Zuerst vermutete ich einen Scherz, doch mein Freund trieb es noch weiter. Mr. O'Brien, rief er, hätten Sie wohl die Güte, sich an die Zubereitung der ausgepressten Ente zu machen? Die Zutaten sollten ja vorhanden sein, und Bobby wird Ihnen gewiss zur Hand gehen. Aber, Mr. Holmes, entgegnete der Koch, Sie wissen doch, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Es handelt sich um ein Geheimrezept, das lediglich Morley und Mr. Heller kennen. Tut mir leid, ich kann Ihrem Wunsch nicht entsprechen. Ach ja, richtig, ich vergaß, behauptete Holmes um sich an Heller zu wenden. Nun, dann liegt es wohl an Ihnen, mich zu bewirten. Wären Sie wohl so freundlich, Ihre Kochkünste in meinen Dienst zu stellen? Der Lokalinhaber reagierte verwirrt bis ungehalten. Was soll dieses Theater? echaffierte er sich. Nun, ich habe Hunger, meinte Holmes unbeeindruckt. Ich dachte, Sie seien hier, um ein Verbrechen aufzuklären. Entgegnete Heller unwirsch. Stattdessen belästigen Sie uns mit Sonderwünschen, die wohl gänzlich unangebracht sind. Keineswegs, Mr. Heller, widersprach Holmes. Zum einen sind es lediglich Sie, den ich zu belästigen gedenke, und andererseits befinden wir uns mitten in der Aufklärung eines Mordes. Sie kennen natürlich den Zusammenhang mit der bedauernswerten Ente, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, erwiderte Heller. Hören Sie, Mr. Holmes, ich habe einflussreiche Freunde und lasse mir diesen Unsinn nicht länger gefallen. Entweder Sie nehmen hier nun eine Festnahme vor oder Sie verschwinden aus meinem Restaurant. Dann wandte er sich an den Polizisten. Constable, bereiten Sie diesen Humbug ein Ende! Doch Atkins, Machte keine Anstalten, dem Ersuchen nachzukommen. Ich bedauere, Mr. Heller, sagte er ruhig, wir werden erst gehen, wenn Sie die ausgepresste Ente in Orangensauce zubereitet haben. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren, rief der Lokalinhaber. Außerdem dauert es Stunden, bis dieses Gericht fertig ist. Wir haben ausreichend Zeit, versicherte Holmes. Sie können mich nicht dazu zwingen", stellte Heller fest. "Ich werde nichts dergleichen tun." Holmes nickte. "Wie Sie wollen", meinte er. "Dann werden wir diese Weigerung als einen ersten Schritt zu einem Geständnis." "Was denn für ein Geständnis?", empörte sich Heller. "Ich habe keine Lust jetzt zu kochen. Hier liegt mein toter Mitarbeiter mitten in der Küche." Weil Sie ihn ermordet haben, ergänzte Holmes. Mir ist längst klar geworden, dass Sie die ausgepresste Ente gar nicht zubereiten können. Sie haben dieses Gericht auch nicht erfunden, sondern es war Morleys Kreation, nicht wahr? Er war das eigentliche Genie in der Küche, während Sie nur ein Verkäufer sind. Sie haben sich selbst als Spitzenkoch inszeniert, um dieses Restaurant aufzubauen. Bestimmt haben Sie Morley für seine Tätigkeit entsprechend bezahlt zuerst für seine kulinarischen kreationen, dann für sein schweigen. doch als morley zu gierig wurde, hatten sie genug. vielleicht wollte er mehr geld, vielleicht wollte er zum teilhaber des geschäftes aufsteigen. jedenfalls lehnten sie dies ab, und als er drohte, den ganzen schwindel auffliegen zu lassen, mußten sie ihn töten. aber nein, insistierte hella. nein, es war alles meine idee. Morley hat nur meine Anweisungen befolgt und meine Rezepte nachgekocht. Ich hatte keinen Grund, ihn zu ermorden. Den hatten Sie sehr wohl, entgegnete Holmes. Ihr Wissen über die Kochkunst ist in Wirklichkeit äußerst limitiert, um es freundlich zu formulieren. Es war Ihnen daher auch bewusst, dass Sie Probleme bei der Fortführung des Lokals bekommen würden, nachdem Morley aus dem Weg geräumt wäre. Deshalb haben Sie sogar den verzweifelten Versuch gestartet, Unterricht zu nehmen. Sie haben jeden Mittwoch einen Kochkurs besucht, nicht als Lehrender, sondern als Schüler, wie mir Constable Atkins vorhin mitgeteilt hat. Und dies wiederum führt zu der Erkenntnis, dass Sie die Ermordung Morleys von langer Hand geplant hatten. Sie haben ihn schließlich des Nächtens zu einem finalen Gespräch hierher bestellt, überwältigt und in den Ofen geschoben. Allerdings ist er angebrannt, was abermals nicht gerade für Ihr Talent in der Küche spricht. Sie sind verrückt! Rief Heller. Diesen Vorwurf mangelt der Geisteskraft, muss ich leider zurückgeben, erwiderte Holmes. Ihr Plan war ebenso dreist wie dumm. Wenn Sie einen Menschen verschwinden lassen wollen, dann sollten Sie das nicht in Ihrem eigenen Restaurant tun. Und schon gar nicht, wenn sie es verabsäumen, einige falsche Spuren zu hinterlassen. Nichts davon ist wahr, insistierte Heller weiterhin. Sie haben keine Beweise. Ich werde doch nicht meinen besten Koch ermorden, wenn es mich erst recht ruinieren könnte. Sie sahen keinen anderen Ausweg mehr, erklärte Holmes. Der Mord war das letzte Mittel, um ihr Lügengebäude aufrechtzuerhalten, daher nahmen sie ihn in Kauf. Um es mit einem kulinarisch konnotierten Sprichwort zu sagen. des Wie bitte? fragte Hella. Ach, Sie sprechen kein Französisch? erwiderte Holmes. Dann ist es umso erstaunlicher, dass Sie eine Ausbildung zum Spitzenkoch in Bordeaux gemacht haben wollen. Vielleicht sollten wir vor Ort einmal nachfragen, ob man Sie dort kennt. Daraufhin wandte er sich an Atkins. Ich denke, Constable, Sie können nun eine Verhaftung vornehmen. Nun hatte Holmes den Lokalinhaber ausreichend in die Enge getrieben. In einem Akt der Verzweiflung ergriff er ein großes Filetiermesser und packte Bobby von hinten. Zurück! rief er, während er mit der rechten Hand dem Küchengehilfen das Messer an die Kehle hielt. Zurück, oder? Der Junge ist tot! Ich meine es ernst. Holmes hob die Hände, ging aber trotzdem auf Heller zu. Geben Sie auf, forderte er. Es ist vorbei. Wozu wollen Sie jetzt noch einen zweiten Mord begehen? Sie würden nur am Galgen landen. Nicht, wenn ich mich jetzt rechtzeitig aus dem Staub mache, sagte der Restaurantbesitzer und bewegte sich rückwärts in Richtung Tür, wobei er den armen Bobby mit sich schleifte. Sie alle rühren sich nicht von der Stelle. Wenn sich einer von euch bewegt, schneide ich dem Jungen den Hals durch. Und jetzt darf ich mich verabschieden. Doch Heller, kam nicht weit. Eine Sekunde später fiel er mit einem Schmerzenschrei zu Boden und ließ das Messer fallen. Meine Kugel hatte ihn genau in die rechte Schulter getroffen. Bobby machte sich los und lief in Richtung O'Brien, während Atkins seine Handschellen zückte. Guter Schuss, Watson, attestierte Holmes. Doch wenn ich bitten darf, dann ziehen Sie das nächste Mal ein wenig weiter an meinem Kopf vorbei. Ich habe ein Pfeif mit dem linken Ohr. Tut mir leid, Holmes, antwortete ich, während ich meine Pistole wieder einsteckte. Aber Sie haben es doch selbst gesagt: Wer ein Omelett will, muss Eier zerschlagen. Heller wurde unter strenger Polizeibewachung ins Krankenhaus gebracht, wo man ihm die Pistolenkugel aus der Schulter entfernte. Er würde keine bleibenden Schäden von meinem Treffer davontragen und sah nun einem Mordprozess entgegen. Es bestand wenig Zweifel, dass er in weiterer Folge ein vollständiges Geständnis ablegen würde, um der Höchststrafe zu entgehen. Holmes und ich saßen am Abend eines langen Tages in der Baker Street bei einem Glas Brandy und ließen die Ereignisse Revue passieren. Ein überaus verstörender Fall, fasste ich zusammen. Insbesondere natürlich die Tötungsmethode betreffend. Mr. Heller hat den Namen seines Restaurants offenbar nicht ohne Grund gewählt. Aber Sie wollten ja unbedingt eine kriminalistische Aufgabe mit Nervenkitzel. Bitte, Sie haben sie bekommen. Sind Sie zufrieden? Ich bin zufrieden, weil wir den Fall gelöst haben, erwiderte Holmes. Nicht wir, Sie haben den Fall gelöst, korrigierte ich. Ich für meinen Teil wollte ja den unschuldigen Beecham überführen. Ach, machen Sie sich doch keine Vorwürfe, meinte Holmes in leicht väterlichem Ton. Tatsächlich haben einige Indizien für Ihre Theorie gesprochen, doch steckte einfach zu viel Spekulation in ihr. Außerdem muss ich Ihnen auch für Ihren Fehler danken, denn immerhin haben Sie mit dem Aufbringen einer Erpressung als Motiv für den Mord die richtige Richtung gewiesen. Lediglich der Täter war nicht der Richtige. Das ist doch wohl die zentralste Bedingung, jammerte ich. Trotzdem, auch ich kann mich bedanken. Einmal für Ihren Versuch einer Aufmunterung und außerdem dafür, dass Sie mich blindlings in die Irre laufen ließen. Seit wann wussten Sie denn, dass Heller der Mörder war? Holmes nahm einen Schluck Brandy und lehnte sich in seinem Ohrensessel gemütlich zurück. Ich hatte Heller sofort in Verdacht, antwortete er. Doch dieser Mann ist ein noch schlechterer Schauspieler als Koch. Und Sie erinnern sich doch, es gab keine Einbruchsspuren, nichts wurde gestohlen, keine Anzeichen eines Kampfes. Natürlich nicht, denn Heller wollte ja nicht sein eigenes Eigentum und Kapital in Mitleidenschaft ziehen. Jeder andere Täter aus dem Kreis des Personals hätte die Eingangstür beschädigt oder wenigstens ein paar Stühle umgeworfen, um eine falsche Fährte zu legen. Doch der entscheidende Hinweis war natürlich der Kochkurs. Der Inhaber eines prominenten Restaurants der besseren Gesellschaft unterrichtet doch nicht ein paar Hausfrauen darin, wie man eine Backkartoffel zubereitet. Mir war klar, dass da etwas nicht stimmen konnte. Herrgott, Holmes, rief ich. Und wann wollten Sie mir das sagen? Es war doch nur ein Verdacht, rechtfertigte sich mein Freund. Daher erschien es mir zulässig, Ihre Theorie über Beecham, so abwegig sie auch war, in der Hinterhand zu behalten. Keine Sorge, ich hätte Sie schon aufgehalten, bevor Sie Ihren Verdächtigen zu einem falschen Geständnis gezwungen hätten. Ich trank mein Glas nun in einem Zug leer und stellte es auf den Tisch, um meine Erwiderung zu unterstreichen. Dann kann ich mich wohl nur wiederholen. Besten Dank auch, Holmes. Vielleicht beruhigte sie ja ein wenig, dass Beecham durchaus ebenfalls straffällig geworden ist, fügte Holmes hinzu. Dies ist eine juristische Tatsache. Wegen Homosexualität? fragte ich. Ein schwacher Trost, aber für eine Verurteilung reicht es. Holmes schüttelte den Kopf. Da haben Sie mich falsch verstanden, mein lieber Watson. Der Gesetzesbruch mag Faktum sein, doch es wird keine Verurteilung geben. Ich habe Atkins erfolgreich ersucht, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Beecham wird nicht belangt werden. Es sei denn, Sie wollen ihn anzeigen. Ich muss gestehen, dass ich kurz mit dem Gedanken spielte, doch dann besann ich mich. Nein, nein, das wäre nutzlos, stellte ich fest. Das würde nur eine menschliche Beziehung und einen Lebensentwurf zerstören, ob mir diese nun gefallen oder nicht. Was geht es mich an, was Beecham in seinem Schlafzimmer treibt? Aber die Gesetze des Königreichs, die Sünde vor den Augen Gottes, erwiderte Holmes, der sich nun offenbar zum Advocatus Diaboli aufschwang. Gesetze ändern sich. Sie sind menschengemacht, konterte ich. Was allerdings die ewigen Gebote Gottes betrifft, so ist Beecham selbst schuld, wenn er in die Hölle kommt.« Holmes lachte lauthals. Als er sich wieder beruhigt hatte, meinte er, »Mein lieber Watson, Beecham ist, wie auch Bobby und O'Brien, gerade des Teufels Küche entronnen. Und nun wollen Sie ihn schon wieder in der Hölle schmoren sehen?« Ich schenkte mir noch ein Glas Brandy ein, um über die Frage zu sinnieren. Schließlich kam ich zu dem Schluss. Nein, wenn ich es recht bedenke, dann ist dies auch nicht meine Angelegenheit. Sagen Sie, Holmes, testen Sie mich etwa schon wieder? Die unschuldige Miene konnte meinen Verdacht nicht übertünchen, daher sagte Holmes, ich gratuliere. Sie haben bestanden. Danke, antwortete ich zögerlich. Doch ich bin mir nicht sicher, ob mir ihre kleinen teuflischen Spielchen gefallen. Abermals brachte ich meinen Freund, Kollegen und Mitbewohner zum Lachen. Er erhob sein Glas und verkündete Mögen die Pforten der Hölle geschlossen bleiben, so wie die Teufelsküche von London.